Und damit herzlich willkommen zurück zum Football Manager 2019. Unsere Karriere mit dem HSV sieht ja mittlerweile wieder solider aus, obwohl die Mannschaften hinter uns auch schon wieder alle gewonnen haben und uns somit extrem unter Druck setzen. Jetzt gegen Duisburg, die erstaunlich gut stehen mit Platz 7 und Thorsten Lieberknecht als Trainer, sichert so guter Pasu, einer meiner Lieblingsstürmer damals, ist dort bester Torschütze und in der Presse habe ich mich vorher ein bisschen mit Lieberknecht angelegt. Ich dachte, ich probiere es einfach mal, denn im Football Manager 2018 war das so, immer wenn ich die Fresse aufgerissen habe, habe ich verloren. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht so. Was mir ein bisschen Angst macht, ist der Schiri. 9 Spiele, 3 rote Karten, 22 gelbe Karten. Also ich glaube, es wird heute wieder ein Kartenfestival. Ito, Papadopoulos und Jung können immer noch nicht spielen. Also da auch nichts Neues. Aber hat mir ja eh gesagt, wenn, dann werden sie im Januar wiederkommen. Schauen wir mal. Das Einzige, was ich euch positiv vermitteln kann, ist der Boy hier. Der hat seinen Vertrag zumindest erstmal um ein Jahr verlängert zu nahezu gleichbleibenden Bezügen. Ja, und den Rest müssen wir jetzt schauen. Lacroix würde ich gern wieder mitnehmen für das Spiel, aber gleichzeitig auch Ambrosius. Ito kommt auch erst im Januar zurück. Das heißt, andere Möglichkeiten haben wir nicht. Ich gebe Pollersbeck nochmal eine Chance, mich zu überzeugen. Sag aber, wir fangen mit Janicic an. Beide auf Unterstützen. Vorne ab, muss halt auch mal wieder, ne? Lassen wir ihn heute mal ein bisschen weiter hinten spielen. Schauen wir mal, ob diese Änderung da was bewirkt. Ja, Janicic fehlt Spielpraxis. Wie kann denn das sein? Der hat doch unter uns auch schon relativ häufig gespielt. Verstehe ich nicht so ganz. So guter Paso, verhögt. Der trifft auch nicht so schlecht. Schnellhart im Mittelfeld ist sehr bekannt. Kevin Wolze, Ex-Wolfsburger, Ex-Hertaner mit Regesel, Ex-Kölner Keeper, sehr talentiert gewesen. Sebastian Naumann, noch ein Ex-Hertaner. Ja, kann sich auch so sehen lassen. Nicht unbedingt jetzt Platz 7 Material. Wir wollen unser Spiel spielen. Und den beiden sagen wir, die können befreit aufspielen. Sie gehen mit der Gegner allerdings nicht. Ja, wir müssen unser Spiel spielen, die Chancen nutzen und dann geht's ab. Der steht schon wieder außerhalb der Coaching-Zone. Was erlauben die sich? Trikotwahlen ist jetzt ein bisschen schwierig. Da hätte ich mir eine klarere Unterscheidung gewünscht. Ich habe in der Taktik nochmal 2-3 Sachen gedreht, dass wir den Ball ein bisschen langsamer laufen lassen und dadurch sollten wir eigentlich mehr Ballbesitz kriegen, aber es läuft jetzt die ersten Minuten genau wie sonst auch immer. Schnellhardt schon mal verletzt und wir haben immer noch keinen Ballbesitz. Zeigt mal was, was ist denn los? So guter Paso sieht die erste gelbe Karte des Spiels. Und wir sollten da jetzt auch langsam mal ins Spiel kommen und ein bisschen Ballbesitz haben. Das wäre jetzt nicht so schlecht. Köhlert mit dem Freistoß und Bissek köpft ihn rein. Dann macht's halt eine Standardsituation. Dann macht es halt eine Standardsituation. Aber echt, wenn ich das wechsle, kann ich keinen Zuruf machen. Wie dumm ist das denn?
Wie dumm ist das? Egal. Benjamin hat Platz, schickt Winsheimer, der kann da aber nicht rankommen. Könnten aber den Ball wieder erobern, schaffen das auch. Pellegrini auf Pollersbeck, Ball ist wieder weg. Janicic, Steinmann, Jairo mit der ungenauen Flanke. Janicic, Pellegrini marschiert, Köhlert, ab, Janicic. Gut rausgespielt, auch wenn es ein bisschen umständlich war, aber ja. Fehlt halt das Ergebnis in Form eines Tores. Steinmann, auch der senzt den Ball drüber. Wird es wieder gelb geben für Kevin Bolze, nehme ich an. Jawohl, so ist es auch. Nächste Aktion, Winsheimer wird verlängert. Das sah aus wie ein gegnerischer Spieler. Wie gesagt, die Trikots, die kann man echt nicht unterscheiden. Bissek nimmt den super herunter. Steinmann kriegt Köhlert gerade so noch, kann ihn verarbeiten. Pellegrini, Steinmann wird von den Beinen geholt. Winsheimer macht das aber gut. Winsheimer, Benjamin, Steinmann, Janicic. Ah, Winsheimer. Boah, knapp. Schade. Gutes Ding. Nächste Aktion. Messenhöhler mit dem Ball. Aber Bissek ist natürlich ein Tier da hinten. Zieht er ab. Pellegrini, Janicic, Steinmann, das ist da aber alles zu eng. Spielfeld ist mir momentan ein bisschen zu eng. Wir haben hier keinerlei Raumgewinn, wenn die sich immer nur hin und her passen. Und gleich ist der Ball weg und Arschkarte. Weil das ist ein Abschluss, der ist zu harmlos. Der Winsheimer ist Linksfuß. Da haben wir nicht viel mit gewonnen. Zack. Und zack. So, das tauschen wir einfach mal, dass Winsheimer mit seinem linken Fuß mehr machen kann. Und vielleicht in bessere Situationen kommt. Langer Ball Richtung Winsheimer. Der wird gezogen von Kevin Wolze. Das könnte gelb-rot geben. Dummes Foul, wenn es so ist. Und es gibt gelb-rot. Mega dumm. Sebastian Neumann, der Ex-Hertaner, kommt rein in die Partie. Mega dumme Aktion von Kevin Wolze. Soll mir nur recht sein. Warum sind die denn nervös, unsere Flügelspieler? Was ist denn da los? Abwehrarbeit bisher ganz in Ordnung, Mittelfeld auch, im Sturm können wir noch ein bisschen mehr. Gerade jetzt mit dem Seitentausch, da erhoffe ich mir doch, dass wir hier noch ein bisschen mehr hinkriegen. Einmal mehr. Da müssen wir jetzt auch mal Gas geben, Boys. Alle motiviert nach dem Spruch, das ist schön. Fehlt nur noch das, was umsetzen. Pellegrini, Janicic, Steinmann, bitte nicht wieder überhastet schießen, er macht es trotzdem. Und dann schenkt man den Ball auch noch her, aber Jairo arbeitet wieder gut mit.
Frische mäßig ist in Ordnung, sollten trotzdem bald den ersten Wechsel anstreben, während der Gegner schon 3 Wechsel hat. Ne, 2 Wechsel, so guter Paso musste raus, der Top-Torschütze. Auch interessant. ...6,5 von Winsheimer war nicht ganz so viel. Deswegen jetzt Kiprit in der Partie. Soll auch noch auf Spielzeit kommen, wenn wir ihn ja ohnehin fest verpflichten. Jairo, Kiprit! Mann, wenn der Benjamin wegbleibt, ist das ein Tor, glaube ich. Schubsen eines Gegenspielers. Wo macht der Kiprit das Tor kaputt? Das wäre ein Einstand nach Maß gewesen. Können wir auch sagen, Junge, Kiprit, ganz ruhig. Brauchst dir nicht nervös sein. Alles ist gut. So, jetzt nochmal die gegnerischen Anweisungen. Zack. Nächster Angriff. Pellegrini auf Steinmann. Rechts außen wäre Jairo gewesen, aber wir spielen einfach blind. Wir spielen einfach blind und der läuft jetzt durch 4 Mann durch, oder was? Wir haben da keinen Zugriff, ne? Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, wie wir in Überzahl einfach hier keinen Zugriff reinkriegen. Ich krieg gleich schon wieder zu viel, ne? Jairo heute nicht ganz so gut. Hallo. Ich klicke hier drauf, der zeigt mir aber keine Info. Das ist auch stark. Was ist denn los? Hast du Bock oder nicht, Manager? Mir mal so Infos anzuzeigen hier. Danke. Flanken 7, alter Schwede. Flanken 12. Ja, einmal reicht. Meine Güte, irgendwas hier. Und Hand darf auch noch mal rein. Als vertikaler Spielmacher heute. Mal eine neue Rolle. Er bleibt Flügelspieler, aber bitte auf Unterstützen. Köhlert kann so bleiben, dann würde ich sagen, lassen wir das so. 1:0, kommt schon Jungs, wir müssen hier mal nachlegen. Hat er mein Mehrfordern nicht gemacht? Zeit, Platz ohne Ende, alles da, so viel Platz, ihr müsstet nur ausspielen. Köhlert, vielleicht eine gute Flanke, legt nochmal ab auf Steinmann, da wird es jetzt fast zu eng. Und dann Aaron Hunt mit dem überhasteten Abschluss, haben wir noch Glück, dass wir da eine Ecke kriegen, weil das war keine High-Quality-Chance. Hunt. Nächste Ecke. Köhlert. Ganz zurück auf Pellegrini. Wow. Nochmal Duisburg. Können wir zu Null bleiben oder nicht? Schafft es Pollersbeck, die Null hinten zu halten? Dürfte eigentlich gut aussehen. Narey hat sogar Platz, bringt nochmal die Flanke.
aber kein Stürmer geht hoch. Duisburg kriegt tatsächlich nochmal einen Angriff und wäre Van Drongelen da nicht da gewesen, sieht das richtig bitter aus. Narey stark und damit gewinnen wir wieder mal glanzlos, aber 1:0. Ein bisschen mehr Ballbesitz hat man, waren auch ein Mann mehr. Es gibt eigentlich nicht viel zu meckern, aber ich bin immer noch nicht wirklich zufrieden. Aber wir fahren halt aktuell die Ergebnisse ein. Die Abwehrarbeit hat mich natürlich erfreut, weil wir haben die Null gehalten. Und das war jetzt nicht Glück, das war schon so, dass man sagen kann, passt. In diesem Sinne, Duisburg, Platz 7. Wir haben mal gewonnen. Als nächstes steht das Derby wieder an und die Rückrunde beginnt gegen Holstein Kiel. Auch sehr spannend. Greuther Fürth hat verloren gegen Pauli im Spitzenduell. Das heißt, da konnten wir die 6 Punkte Vorsprung behalten. Das sieht gut aus. Union hat dafür gewonnen und bleibt oben dran. Oh, da ist alles hier. 26 Punkte, 25 Punkte, 24 Punkte. Also bis auf Bochum. Bochum kann, denke ich, gut sind 13 Punkte, aber die sind auch noch einigermaßen im Rennen. Und abschließende Pressekonferenz. Gucken wir nochmal, ob wir dem Lieberknecht nochmal sagen. Vor dem Spiel richteten sie harsche Worte an Thorsten Lieberknecht und seine Mannschaft. Glauben Sie, es hatte heute irgendeinen positiven Effekt? Ja. Jetzt loben wir ihn. Wir machen hier richtig krasse Psychospielchen. Bissek hat mir sehr gut gefallen heute. Ferrati hat für Pauli ganz in Ordnung gespielt. Dann kann man vielleicht sogar überlegen, ob man da im Winter ihn wieder zurückholt, um da noch mehr gute Spieler auf links zu haben. Was ist denn seine starke... Er kann im Mittelfeld halt beides nicht so geil. So, Bissek wird natürlich nochmal gelobt. Spitzendefensivarbeit, Boy. Was hat er für eine Note? 8,2, das ist ganz ordentlich. Da haben sich die Investitionen auf jeden Fall gelohnt. Achso, ich habe hier weitergemacht, sorry. Ich bin voll in meinem Modus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind immer noch auf einer kleinen Siegestraße und hoffen, dass wir die noch gegen Kiel hier im nächsten und letzten Part fortsetzen können, weil dann ist die Wintertransferperiode, die beginnt, und ich möchte das dann in der neuen Aufnahmesession machen, weil, wie gesagt, ich nehme gerade abends auf und ich kann auch nicht zu lange machen. Ich muss morgen wieder früh raus. Also danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn ihr mich unterstützen wollt. Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen für Transfers habt oder irgendwelche Wünsche, Anregungen, was Taktik und so weiter angeht, oder irgendwelche Fragen habt. Auch die kann ich gern beantworten. Zu guter Letzt kann ich nur sagen, oder zu fast guter Letzt, Abo da lassen, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Aktiviert die Glocke, damit es auch wirklich passiert, dass ihr nichts verpasst. Und ja, in der Videobeschreibung stehen Links, die euch helfen könnten. Zum Beispiel, wenn ihr das Spiel kaufen wollt, die Playlist komplett ansehen wollt, meine Social Media Kanäle, oder wenn ihr mich unterstützen wollt, indem ihr mir einen kleinen Beitrag spendet, weil ich verdiene durch YouTube absolut gar nichts. Ganz im Gegenteil, habe Ausgaben. Also, danke schon mal, egal was ihr auch macht. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Yeah.